Chef on Air. Und heute zu Gast Jörg Müller, er ist geschäftsführender Gesellschafter von, ich zitiere mal kurz, von der 1969 als PR-Agentur in Frankfurt im Main gegründete und der ältesten inhabergeführten PR- und Eventagentur Deutschlands. Metropress, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Hallo. Gerne. Wie fühlt sich das an, wenn man so mit Stolz, denke ich mal, das Geschäft seit so langen Jahren führen darf? Das merkt man eigentlich gar nicht mehr. Es ist eine gewisse Routine drin, aber wir haben ja auch so spannende Aufgaben, dass wir permanent auch quasi unsere Geschäftsfelder anpassen. Stichwort auch Digitalisierung, neue Medien etc., also neue Kommunikationswege. Und da gibt es ein schönes Sprichwort, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und insofern haben wir jeden Tag quasi neue spannende Herausforderungen. Chef on Air mit Jörg Müller, geschäftsführender Gesellschafter von der ältesten PR-inhabergeführten Agentur Deutschlands. Wie heißt ihr? Metropress GmbH. Ist auch ein schöner Name eigentlich. Wer hat den sich ausgedacht? Den hat sich tatsächlich mein Vater ausgedacht, der ja auch die Agentur gegründet hat. Metro aus dem griechischen Mitte und Press, die Abkürzung eben für Presse. Das sind so Namen, die prägen schon und die tragen die auch ein bisschen zum Erfolg mit bei, so, glaubst du? Nein, das glaube ich nicht. Es ist wichtig, einen Namen zu haben, der sich einprägt, der sich auch gut einprägen lässt. Aber insgesamt kommt es dann doch schon darauf an, was man tut und wie man es tut. Und da ist der Name dann letztlich auch egal. Und jetzt fangen wir mal in den Anfängen an. Also der Papa hast du gerade schon erwähnt. Mit was habt ihr damals angefangen und was hat sich seitdem alles getan? Das ist ja eine lange Zeit. 69 ist ja tatsächlich... 54 Jahre. Was ich auch immer dazu erwähne, ist 1969 wurde nicht nur Metropress gegründet, sondern auch ich, wie er das geschafft hat. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ihn auch noch nicht danach gefragt, aber... damals steckte ja Public Relations in Deutschland absolut in den Kinderschuhen. Aus Amerika kannte man das mal so richtig, vom Hörensagen. Ne? Genau, vom Hörensagen. Ja. Und er kam von der Associated Press, hier eine amerikanische Presseagentur, und hat sich mit der Idee selbstständig gemacht, Bild- und Textdienste zu veröffentlichen und an die Medien zu verbreiten, was man heute Produkt-PR nennen würde. Und das lief am Anfang auch richtig gut und wir haben auch seit dieser Zeit, ich sag mal, für fast jede Branche in Deutschland gearbeitet. Wir sagen immer von A wie Audi bis V, Villeroy und Boch und an Z wie Zalando arbeiten wir noch. Auch ein schöner Spruch. Vielleicht hört das hier. Hört der Papa jetzt eigentlich zu? Was meinst du? Ja, es könnte sein. Wenn er von dem Termin weiß, dann gehe ich davon aus, dass er zuhört. Also liebe Grüße. Danke, genau. Liebe Grüße aus dem Studio. Der Sohn macht das ganz hervorragend, glaube ich. Denn er macht sehr erfolgreich weiter. Also von den Associated Press Anfängen, wie ging es dann weiter? Also das ist ja so bis Zalando ein weiter Weg. Wie hat sich das gewandelt? Ja, es gab einen sukzessiven Ausbau der Geschäftsfelder. Also von der Produkt- und Marken-PR ging es dann weiter in Richtung Unternehmenskommunikation. Also auch die ganzen Geschäftsberichte zu erstellen. Und damals war ja die PR-Landschaft bei Weitem noch nicht so begründet, wie es heute der Fall ist in den Unternehmen. Da gab es vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, die sich so weitestgehend um Öffentlichkeitsarbeit gekümmert haben. Aber den Rest hat man an Agenturen weitergegeben, die sich darauf spezialisiert haben. Und insofern hat auch Metropress davon gezehrt. Und wir haben, ich weiß nicht, unzählige PR-Kampagnen gemacht, wie ich vorhin schon gesagt habe, für fast jede Branche in Deutschland. Ob das die Lackindustrie war, Automobil, Chemie, aber eben auch Politik und Ministerien. Okay. Was auch spannend war. Ja, ich glaube, das ist auch ein Wandel der Zeit. Da kriegt man, also man ist ja auch, glaube ich, immer am Zahn der Zeit ein Stück weit, oder? Ja, genau, das ist die Maxime auch des Unternehmens. Wir möchten auch wirklich, dass wir uns sukzessive und ganz schnell auch in komplexe Themenzusammenhänge einarbeiten können. Und deswegen haben wir es auch geschafft, in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder für ganz, ganz große Konzerne zu arbeiten, wie die Deutsche Post, Fraport etc. Hilft natürlich auch, wenn man dann schon einen gut gediegenen Namen hat, der dann schon in der Branche bekannt ist. Ja. Allerdings muss man, glaube ich, auch gerade in den letzten Jahren ganz schön am Zahn der Zeit, um das weiter zu betreiben, muss man dranbleiben. Also Stichwort Digitalisierung, Modernisierung. Wie schafft ihr das da mitzuhalten? Weil da kommen die ganzen neuen Dinge mit rein. Da muss man auch erstmal sich mit einfinden und dann auch mit umgehen können und wollen. Richtig. Der Pionier geht keine ausgetretenen Wege, sondern findet immer neue. Allerdings ist es auch so, dass
unser Steckenpferd tatsächlich, ich nenne es mal hybride Kommunikation ist. Das heißt, wir bedienen die analogen genauso wie die digitalen Medien. Und dabei müssen wir uns halt immer auch das Storytelling einfallen lassen. Und darin besteht die Herausforderung. Chef on Air. Heute Metropest mit dem Chef, mit Jörg Müller zu Gast. Metropress, hast du gerade gesagt, ist die älteste Agentur. Und ihr habt angefangen mit dem Papa, du hast dann das Ganze übernommen. Im Wandel der Zeit und im Wandel der Zeiten muss man natürlich auch Argumente seinen Kunden bieten. Du hast ja schon gesagt, ihr habt so ziemlich alles außer Zalando gehabt, so was Rang und Namen hat. Wie schafft man das, da eine gewisse Konstante und Zuverlässigkeit zu generieren? Na, das hängt natürlich ganz, ganz viel auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Ich komme ja früher Fußball gespielt und daher gibt's bei mir den Leitsatz, jede Position ist doppelt besetzt, also jede Schlüsselposition. Bei mir gibt es keinen Kollegen oder keine Kollegin, die nicht länger als 10 Jahre bei Metropress arbeitet. Das heißt, wir schaffen also auch ein besonderes Klima. Spricht ein bisschen für den Chef, glaube ich auch sogar, oder? Ja, nicht nur für den Chef, sondern wir sind ein Team und da stehe ich meistens an der Spitze. Das ist wohl so, ja. Aber wir haben es eben auch geschafft, jetzt gerade so in den letzten Jahren. Wir sind 2020 umgezogen innerhalb von Fechenheim, unserem Stammsitz, und sind da in eine wirklich wunderbare historische Immobilie gezogen mit in so einem kleinen Hof mit anschließender Gastronomie. Das klingt schon einladend, wie du es erzählst. Ja, und das ist auch wirklich wunderschön und das trägt alles dazu bei, dass eben Kolleginnen und Kollegen am Ball bleiben. Das wäre dann für dich auch gleich das Stichwort. und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man ein gutes Team hat, weil allein ist man gar nichts. Mhm. Ja, wir brauchen die Leute, die es umsetzen. Wir brauchen die Leute für kreative Ideen. Das kann nicht einer alles alleine machen. Ball, kommen wir gleich nämlich zu eurem Top-Produkt, dem Sportpresseball, über den wir gleich sprechen. Ja. Aber zunächst noch bei deinem Team. Wie viel hast du denn da? Wie groß ist dein Team? Wie viele Männer und Frauen hast du? Also wir sind ein bisschen flexibel aufgestellt. Feste habe ich 7 und da kommen aber noch 3 feste Freie dazu, die eben unsere Arbeit machen und das auch auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wir machen jetzt zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit für ein Buch, das erscheint. Mhm. Wir machen aber auch genauso die komplette Marketingarbeit für die Tourismusregion Aachensee in Österreich. Also es ist ganz, ganz vielseitig. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, ganz unterschiedliche Branchen und das macht es auch für die Kolleginnen und Kollegen natürlich so spannend. Ist abwechslungsreich auch irgendwo, ne? Weil du bist ja nicht wie am Fließband immer den gleichen Stempel am Machen, sondern du musst dich ja dann ja, wie du gerade beschrieben hast, auch auf ganz andere Themen eventuell einarbeiten. Genau. Und das lässt der Langeweile. Weile ja eigentlich keine Spur. So ist es. Und wir haben ja auch diese 2 Units, also einmal Public Relations und dann Event Management. Da gibt es in jedem Bereich immer spannende Aufgaben für uns, die wir dann erarbeiten können. Ist denn da noch Platz im Team? Hast du noch Bedarf? Ist ja heute viel mit Fachkräftemangel das Thema. Wäre noch irgendwo eine Lücke, wo du sagst, ach, da könnten wir noch einen Fähigen oder eine Fähige gebrauchen? Also wir bilden nicht aus, wir sind kein Ausbildungsbetrieb, aber wir arbeiten seit ganz, ganz vielen Jahren mit Volontärinnen und Volontären zusammen. Machen wir ja auch so, genau. Die sich bei uns bewerben können. Und da gibt es bei uns auch tatsächlich richtig gute Beispiele. Eine Volontärin ist jetzt quasi meine, in Anführung, Co-Geschäftsführerin. Ach was, guck mal da. Und Volontär, für welchen Bereich ist das dann? Für PR oder wie heißt das bei euch? Beides. Also es ist sowohl für die Kommunikation, aber auch für Eventmanagement. Und da wäre noch, also wenn jetzt ein fähiger Kandidat da wäre, könnte man darüber reden? Ja, ganz genau. Wie kommt er zu euch? Sich bewerben bei uns, bei Metropress. Auf der Internetseite steht Adresse, steht alles drin. Und kann sich gerne initiativ bei uns bewerben. Und dann schauen wir uns das an. Eine Rückmeldung gibt's immer. Auch wichtig, ist ja auch ansonsten ignorant, wenn man es nicht tut. Richtig, ob die positiv ausfällt, das werden wir dann intern entscheiden. Muss man dann gucken. Ja, und du hast gerade schon das Stichwort Ball erwähnt und da kommen wir dann jetzt auch zum Aktuellen, was bei euch als nächstes Highlight ansteht. Du hast viele Highlights schon mal so gestreift, aber das Highlight für uns Frankfurt, da muss man auch sagen, auch gesellschaftlich, das ist auch etwas, was ihr mitbetreut, nämlich? Das ist der Deutsche Sportpresseball, der findet am 4. November in der Alten Oper Frankfurt statt. Das ist der 41. Deutsche Sportpresseball und wir realisieren ihn tatsächlich seit 1989. Chef on Air.
Metropress, Agenturchef Jörg Müller zu Gast. Und du hast gerade schon ein bisschen angeteased, wie man so schön sagt, den Sportpresseball, bei dem ich auch schon ein paar Mal zu Gast sein durfte. Ich sag's mal vorneweg, jedes Mal, ohne dass das jetzt, weil du da bist, ist eine schöne Veranstaltung, einfach eine schöne, runde Veranstaltung. Was passiert bei so einem Sportpresseball? Es ist, glaube ich, die Mischung. Es ist eine festliche Angelegenheit. Komplett analog, würde man heute sagen. Ja. Und genau das ist es aber auch, was, glaube ich, die Gäste so schätzen und lieben. Das Ganze gepaart mit einer Lockerheit durch die Sportlerinnen und Sportler, aber auch mittlerweile unglaublich viele Schauspieler und Medienschaffende. So ein bisschen auch sehen und gesehen werden da schon, ne? Ja, absolut. Also der rote Teppich, der ist schon ganz, ganz wichtig, dass man eben dort auch sich präsentiert. Die Zeitschrift Bunte hat mal gesagt, die persönlichste Netzwerkveranstaltung des Landes. Ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum der deutsche Sportpresseball für viele Menschen so interessant ist. Weil man eben Menschen trifft, mit denen man sprechen kann. Da braucht man dann eben keinen Termin, der 6 Wochen vorher anberaumt werden muss. Und das Besondere ist halt, dass es in einer ganz lockeren Atmosphäre stattfindet, aber in einem festlichen Ambiente. Und von jeher ist der deutsche Sportpresseball auch für die Stadtgesellschaft geöffnet. Es gibt also auch bei uns Flanierkarten zu kaufen. Das ist nicht bei jedem Ball der Fall. Das heißt also, es gibt Gäste, die sitzen sozusagen an den, sagen wir es ruhig mal, ein bisschen teuer bezahlten Mitessentischen, aber man kann auch als Frankfurter einfach dabei sein. Ganz genau, und hat trotzdem alle Getränke inklusive. Oh. Ja, selbstverständlich kann man in der alten Oper dann auch noch was zu essen kaufen, aber grundsätzlich ist das so. Und mein Plan war es auch schon immer, die ganz großen Player aus Frankfurt mit in den Sportpresseball zu integrieren, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, wie den World Club Dome. Auch den gibt es tatsächlich am 4. November auf dem deutschen Sportpresseball in der Black Tie Edition. Oh, cool. Also für alle Nachtschwärmer, Bernd Breiter und sein Team werden da richtig loslegen. Die Bude rocken sozusagen. Die Bude rocken, ganz genau. Aber eben auch weitere 10 internationale Showbands. Im großen Saal tritt Giovanni Zarella auf als Entertainer um 0 Uhr. Also es ist ein vielseitiges Programm. Es ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei, was ihm auch wirklich Freude bereitet. Und das ist unser großes Ziel, dass die Gäste irgendwann spät nachts die alte Oper verlassen mit einem Lächeln auf den Lippen und vielleicht ein bisschen glänzenden Augen. Und um den Sportfokus auch nochmal ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken, du hast ja auch ganz viele Sportler da. Was passiert mit den Sportlern an dem Abend? Da dreht sich's ja am Ende doch ein bisschen auch drum. Genau, Sportler und Sportjournalisten, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine Ehre für die Sportlerinnen und Sportler. Wir vergeben ja auch jedes Jahr Auszeichnungen, den Pegasus-Preis, wie zum Beispiel für Sportler mit Herz, für die Legende des Sports. Sportlerinnen und Sportler feiern sich und ihren Beruf oder ihre Berufung in dem Fall, lassen das Jahr Revue passieren, und dadurch ist natürlich auch dieser Familiengedanke entstanden, diese Sportfamilie zusammenzuführen bei dem deutschen Sportpresseball, und das kommt, glaube ich, auch sehr, sehr gut an. Das geht quasi auch über alle Sportbereiche, also da hat er nicht jedes Mal einen anderen, sondern das geht quasi über alle Sportler, die ihre Leistung erbracht haben. Richtig, also ich sag mal, bei Legende des Sports, zwei völlig konträre Preisträger waren Michael Schumacher und Reinhold Messner. Würde man nie im Zusammenhang sehen, aber waren beide für sich natürlich eine unglaubliche Persönlichkeit und auch für mich persönlich eine Begegnung der ganz besonderen Art. Messner kann ich bestätigen, habe ich einmal kennenlernen dürfen, ist ein ganz, ganz interessanter Mensch. Ja. Aber du verrätst uns jetzt wahrscheinlich nicht, wer der Preisträger dieses Jahr ist, oder steht das schon fest? Das steht schon fest. Also Legende des Sports ist Jan Frodeno, Mr. Ironman. Oh ja, auch ein toller Mann. Ja, und Sportler mit Herz wird die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, die, ich weiß, der Begriff ist mittlerweile ein bisschen inflationär, Historisches geleistet hat. Stimmt aber auch. Aber es stimmt, zum ersten Mal überhaupt Weltmeister im Basketball, und das ist schon ganz großartig. Und die sind dann auch alle da, logischerweise? Naja, bei der, also Mannschaft, nicht alle wahrscheinlich, bei der Mannschaft ist es so, dass sie ja spielen, ne, in ihren eigenen Ligen, ob in Amerika oder Italien, aber eben auch ein paar in Deutschland. Und da versuchen wir natürlich auch noch Spieler zum Sportpresseball zu bringen.
Chef on Air Metropress, Jörg Müller im Studio, Sportpresseball, das gesellschaftliche Highlight bei uns in Frankfurt mit Sportlern von Rang und Namen und auch Künstlern, wie du gerade erzählt hast. Du hast auch erwähnt, Flanierkarten. Wir wollen wenigstens bei dem Preis erwähnen, wenn er auch kein Sparpreis ist, aber man kann ihn noch erklären. Was kostet so eine Flanierkarte? Also die Flanierkarte kostet 295 Euro. Darin sind allerdings auch alle Getränke inkludiert. Ja, und natürlich auch das komplette Programm, das Flanieren auf den Ebenen, vom World Club Dome bis hin zum musikalischen Stargast im großen Saal. Das ist eigentlich alles mit drin und du hast mir gerade schon gesagt, bis hin zum Champagner auch, ne? Bis hin zum Champagner, ganz genau. Ab 22.30 Uhr öffnet dann die Champagnerbar und auch der Champagner ist inkludiert. Mhm. Ist also ein bunter, geselliger Abend für die Gäste. Ist das so, dass sozusagen das dann schnell ausverkauft ist? Muss man sich jetzt sozusagen ranhalten? Sag nochmal, wann ist das? Es ist am 4. November, Samstag, 4. November in der Alten Oper. Bei den Dinnerkarten ist es tatsächlich so, dass sie zu 95% ausverkauft sind. Da gibt es wirklich nur noch ganz, ganz wenige Plätze. Mhm. Bei den Flanierkarten geht noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr allzu viel. Also man sollte sich, wenn man das überlegt, nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Genau, also es kommen ja dann auch, wie im vergangenen Jahr auch, vielleicht noch zwei Tage vor der Veranstaltung Leute auf die Idee, man könnte dort mal hingehen, aber dann ist es da meistens zu spät. Okay. Ja. Also insofern bitte nicht allzu viel Zeit lassen. Und dann die Frage, ist vor dem Sportpresseball dann sozusagen die geballte Kraft darauf oder hast du schon Projekte, die darüber hinaus schon gehen? Ich mache, wie ich es vorhin gerade gesagt habe, gerade mit meinem Team die Kampagne für den Aachensee, die dann im Winter läuft. Also das läuft parallel und auch das PR-Projekt des Buches läuft gerade parallel. Also du kannst eigentlich nie so richtig abschalten, also so ein Projekt und dann mal eine Pause, das gibt's wahrscheinlich gar nicht. Nee, das wäre auch nicht gut. Also es sollte schon kontinuierlich weiterlaufen, auch mit unterschiedlichen Projekten, aber das kriegen wir auch gut hin. Du hast vorhin mal gesagt, ihr seid umgezogen in Fechenheim. Also das heißt, es gibt einen gewissen Frankfurt-Bezug jetzt aktuell oder gab es den schon immer? Den gab es schon immer. Also die Agentur ist ja hier 1969 in Frankfurt am Main gegründet worden. Unser Leben findet fast ausschließlich in Frankfurt statt. Auch wenn wir Brüder Grimm-Kinder sind, sage ich mal, also in Hanau geboren. Oh. Genau, und wir leben auch in dem Speckgürtel von Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht ist mein Lieblingsfußballclub, da gehe ich jeden zweiten Samstag hin. Was sonst? Natürlich. Frankfurt ist einfach eine wunderschöne Stadt. Viele sagen, es ist ein Dorf, weil alles so eng beieinander ist. Das stimmt auch und das macht es, glaube ich, aber auch so sympathisch und herzlich. Von Air mit Jörg Müller, Metropress-Chef und ein Mensch. Neben der Agentur, hoffe ich doch zumindest. Ist da noch, hoffe ich auch. Ist da noch Zeit für Family und Friends? Ja, ist ganz, ganz wichtig. Denn sonst kann ich ja die Leistung im Geschäft gar nicht bringen. Also sich permanent auch immer wieder Auszeiten zu nehmen mit der Familie. Wir haben auch noch einen Hund. Was ist Familie? Wie viel Familie hast du oder habt ihr? Naja, also es ist so, dass ich eine Lebensgefährtin habe, dass ich eine Tochter habe, die 26 ist, die jetzt nach 2 Jahren aus Berlin wieder zurückgekommen ist. Nach Frankfurt. Nach Frankfurt, was ich sehr schön finde. Mhm. Und natürlich meine Eltern, Freunde und die sportlichen Aktivitäten sollten aber bei alledem auch nicht zu kurz kommen. Du hast vorhin mal eingangs erwähnt, irgendwo in so einem Nebensatz, du hast früher mal Fußball gespielt. Wie viel Fußball war das? War das so richtig schon mit Liga und allem? Oder? Das war dritte Liga, ja. Ach ja, das ist ja schon. Dritte Liga war damals. Oberliga Hessen. Ne? Genau. Ja, genau. Das ist schon ganz gut. Und ist heute noch Fußball im Sortiment oder ist Fußball irgendwie untergegangen in der Zwischenzeit? Die Knie machen es nicht mehr ganz mit. Wir hatten vor anderthalb Jahren nochmal so eine Art Legendenspiel. Da habe ich dann nach 10 Minuten gemerkt, das macht keinen Sinn mehr. Heute gehe ich dann laufen, spiele ein bisschen Golf. Mhm. Wenn es irgendwie passt, auch noch ein bisschen Tennis. Aber so die Aktivität. Das schnelle Sprinten und das schnelle Abstoppen ist dann fürs Knie dann auch nicht das Richtige, ne? Genau, und die 30-Meter-Pässe, die spare ich mir auch. Ja, aber es ist ja wichtig, dass, wie du sagst, dass man so ein bisschen für das, was man ja heute so schön neudeutsch Work-Lifetime-Balance, dass man sie sich auch nimmt. Ja. Ich meine, mit dem, was du gerade so beschrieben hast, die letzte Stunde, wir sind schon fast durch, das schafft ja auch nicht jeder, so ein bisschen runterzukommen. Ja, aber da liegt es wirklich daran, sich Prioritäten zu setzen und meistens tut man das erst, wenn es vielleicht schon einmal zu spät war. Ja.
Und hast du auch schon mal so einen Dämpfer bekommen irgendwo? Ja, ja? Schon mehrere. Okay. Und wenn man das dann spürt, dann weiß man, man muss was verändern oder man sollte dringend was verändern. Und dann gilt es eben auch andere Prioritäten zu setzen. Und das funktioniert aber auch ganz gut mit einem ordentlichen Time-Management. Dann wünsche ich dir, dass du das genauso beibehältst, dass du bei guter Gesundheit bleibst und uns noch viele, viele schöne, dass du mindestens bis zum 50. Sportpresseball noch weitermachst. Schaffst du das? Ich glaube schon. Denn es ist der 41., den wir demnächst feiern. Dafür ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß. Vielleicht habe ich das Vergnügen, sogar dabei sein zu können. Weiß ich noch nicht. Ich habe ja auch Familie und ein bisschen Hintergrund. Aber auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Und alle, die Lust haben, daran teilzunehmen, zu den Flanierkarten, die du gerade eben erwähnt hast, wie kommt man da hin? Zum Deutschen Sportpresseball? Ja. Flanierkarten bei uns bestellen, bei Metropress. Gibt's alles auf der Homepage. Metropress.de? Entweder metropress.de oder deutscher-sportpresseball.de. Da stehen alle Adressen, alle Telefonnummern und dort kann man dann auch direkt bei uns bestellen oder sogar über online. Geht auch. Sehr schön. Klingt einfach. Also viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei und bis zum 42. Sportpresseball. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder hier bei uns. Ich würde mich freuen. Vielen herzlichen Dank.